Allah. Nur wegen einem Schild wurde sie gerade verhaftet. Ja Allah. Warum wird keine friedliche Demonstration auch erlaubt? Darum geht das jetzt. Warum? Wir Araber oder arabische Länder sind viel sehr friedliche Leute, wollen nur, dass ein Land Palästina heißt. Wir sind einverstanden. Ich komme aus Ägypten ursprünglich. Wir sind alle erste Land, die Israel anerkannt hat als Land, oder? Alle erste Land. Und alle haben gedacht, dass Ägypten Verräter ist. Und Israel seitdem nutzt das aus. Seitdem sie nutzen das aus, leider. Aber es wäre vielleicht besser, wenn Palästina, sie haben Recht, das Wert, eigenes Land haben. Mehr nicht. Zwei Länder nebeneinander im friedlichen Leben. Warum nicht? Frieden. Das ist eine sehr gute leben Frage. Und leben lassen. Das ist eine sehr gute Frage. Das wäre das nicht Beste. Ein Land kommt, eine Stadt Frieden machen, Waffen transportieren und liefern. Denn wenn diese Organisationen mit ihrer Expertise es als Apartheid betiteln, als Genozid und Völkermord, dann haben wir jedes Recht, uns laut zu machen und gegen diese Unterdrückung anzukämpfen. Und wir machen das heute, wie ihr seht, friedlich. Ja? Ich möchte das nur bemerken. Wir sind keine Barbaren. Wir sind niemand, die jetzt wahllos auf die Straße rumlaufen und irgendwelche Babys köpfen. Nein, das sind wir nicht. Wir sind Menschen. Und wir haben die Menschenrechte genauso verdient wie alle anderen. Und auch jetzt zuletzt. Den PalästinenserInnen wurde ein eigener, souveräner Staat versprochen. Stattdessen bekamen wir unzählige Tote, Besatzung, Blockaden, eine Mauer, Schikane und Repressionen gehören zum Alltag. Apartheid-ähnliche Strukturen, die von den zwei größten Menschenrechtsorganisationen der Welt, Human Rights Watch und Amnesty International, kritisiert wurden. Auch die israelische Menschenrechtsorganisation B'Tselem meldete reichliche Menschenrechtsverletzungen. Diese Umstände waren uns allen, auch den Regierungen, bekannt. Hat sich seitdem etwas verändert? Nein. Freiheit für Palästina! Freiheit für Palästina!